Ahoi Freunde und herzlich willkommen zu meinem zweiten Pimp My Video. Das erste Video Pimp My Kallax verlinke ich mal hier oben. In dem Video zeige ich ja, wie ich meine ganzen Spielekonsolen in einem Kallax Regal unterbringe und das noch für kleines Geld ein bisschen modifiziere bzw. schön mache. Dasselbe versuche ich jetzt mit meinen zwei Billy-Regalen da hinten. Die benutze ich ja einfach nur als Aufbewahrungsregal, habe ich auch nur hingestellt und alles reingeschoben. Das werde ich gleich mal ein bisschen modifizieren. Das ganze Ding wird hier natürlich kein Montana Black 200.000 Euro Game Room Update Video, sondern ein einfaches Old Metalhead Gaming 60 Euro Pimp My Billy Regal Ding. Und auf geht die Reise, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde jetzt diese einfachen Billy Regale in Folgendes verwandeln. Ja, fertig ist die Laube. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis, sieht ziemlich stylisch aus. Farben lassen sich natürlich verändern. Und wie ich da hingekommen bin, das zeige ich euch jetzt. Auf geht die Reise, viel Spaß. Was mich grundsätzlich bei dem Billy-Regal gestört hat, ist, dass wenn man die Spiele in die Regale reinschiebt, dass die relativ weit hinten stehen. Also man kriegt ja fast zwei Hüllen hintereinander in ein Regal. Und wenn ich das hier nicht mit dem Strahler direkt angeleuchtet hätte, dann würde man auch eh nur den Schatten von dem oberen Brett sehen, was dann auf die Spiele runterfällt. Also wenn eine Raumbeleuchtung an ist, sieht man kaum die Spiele, weil nur der Schatten irgendwie vorhanden ist. Dem wollte ich dann Abhilfe schaffen und habe mir aus dem Baumarkt ein paar einfache Holzlatten, Leisten, wie auch immer man das nennen mag, geholt. Die habe ich dennoch mühsam schwarz angesprüht. Das hätte man sich wahrscheinlich auch schenken können, weil ja nachher die Spiele davor stehen und man ja gar nicht mehr auf die Leisten direkt gucken kann. Natürlich unter erschwerten Bedingungen, weil man mir das Leben da auch nicht gerade leicht gemacht hat. Habe ich aber trotzdem gemacht, sieht irgendwie geiler aus. Habe das mit doppelseitigem Klebeband, mit Schaumkleber dann entsprechend befestigt, habe mir Abstandshalter gesucht, die meiner Meinung nach den richtigen Abstand haben, so dass, wenn ich die Spiele in das Regal reinschiebe, dass die Rückseite der Hülle, also die Spine, dann relativ weit vorne steht und man sehr gut die Spieltitel erkennen kann. Das könnte man natürlich auch viel einfacher machen, indem man irgendwas dahinter legt, das will ich gar nicht sagen. Nur so wie ich das jetzt halt gemacht habe, bleibt es halt stabil, es verrutscht nichts und alle Spiele haben denselben Abstand. Dann habe ich mir bei Amazon 20 Meter LED-Streifen bestellt für 25 Euro. Dazu dann passende Verbindungsstücke, Eckverbinder, Winkel, wie auch immer man die nennen mag. Die Dinger kann man halt vorne aufklappen, den LED-Streifen entsprechend zuschneiden, reinschieben, zuklappen und dann soll die Verbindung funktionieren. Das war allerdings auch nur bedingt der Fall. Also diese Dinger sind ganz schön störrisch. Manchmal sind die Pins da drinnen irgendwie nicht richtig gerade. Es ist ganz schön schwierig, den LED-Streifen da reinzuschieben. Da habe ich ziemlich lange dran gehockt. Ich würde mal schätzen, 5 bis 6 Stunden war ich damit in der Gänge, die LED-Streifen hinter dem Billy-Regal zu verkabeln. Hinzu kommt natürlich auch, dass man die LED-Streifen nur an bestimmten Stellen durchschneiden kann. Also sind natürlich die Abstände, was die Ecken und Winkel angeht, immer ein bisschen nicht ganz so passend. Da habe ich ziemlich lange dran gehockt, um das gerade zu rücken. Aber im Endeffekt habe ich dann komplett hinter dem Regal, an jedem Regalboden, an jedem Seitenstreifen LEDs langgelegt. Diese LED-Dinger könnte man theoretisch auch per Handy-App bedienen. Ist auch eine Fernbedienung dabei. Das ist mir ziemlich wurscht. Ich habe es dauerhaft auf grün eingestellt, aber man kann natürlich alle möglichen anderen Farbvariationen nach einstellen. Das ist natürlich komplette Geschmackssache. Die meisten stehen ja mehr auf so einen rosa, pink, lila Ton. Das ist nicht ganz so meine Baustelle, aber wie gesagt, jedem das seine. Natürlich wurde ich bei dieser Arbeit auch von meinem Handwerkerkollegen, den ihr schon aus dem Kallax-Video kennt, ich sag mal unterstützt. Der hat sich das alles angeguckt, die ganze Elektronikgeschichte abgenommen, war dann aber auch relativ schnell wieder verschwunden. Man kennt ihn ja nicht anders. Außerdem habe ich noch beide Billy-Regale, es sind ja zwei Regale, an den jeweiligen Regaleinsatzlöchern zusammengeschraubt, damit mir, wenn ich das Regal nachher wieder an die Wand schiebe, nicht die ganzen LEDs da hinten abreißen, wenn ich das eine Regal ein bisschen mehr schiebe als das andere. Das hat das ganze Ding ganz schön stabil gemacht, die LEDs dann alle verkabelt und wieder komplett rangeschoben an die Wand. So, fertig ist die ganze Chose und leuchtet vor sich hin. Ich habe mir jetzt auch die Handy-App runtergeladen. Kann ich easygoing dies hier machen? Wunderbar, Farbe wie man will, scheißegal, ich nehme mal was Kälteres, da stehen die meisten wahrscheinlich drauf. Ich stehe mehr auf die warmen Farben.
So, ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen, was ich da hinten zusammengeschraubt habe. Also ich kann die LEDs, was die Menüführung und Bedienung angeht, echt empfehlen. Das Verkabeln, muss ich sagen, ist schon eine frickelige Sache. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nicht geschult genug drinne. Und wenn ihr euch fragt, was das hier für ein geiles T-Shirt ist, dann habt ihr natürlich recht. Das ist ein richtig geiles 4-Connection-Ding. Die kommen aus Bremen, haben jetzt eine eigene neue Scheibe rausgebracht, auf die Fresse Metal. Das Cover sieht so hammergeil aus. Also kann man sich alleine schon nur deswegen holen. Wer auf solche Necronomicon-ähnlichen Fratzen steht, sieht super geil aus. Ich habe sogar im grünen Splatter-Vinyl und ich werde das mal unten verlinken. Wer Bock hat, sich mal richtig einen in die Rübe drücken zu lassen, der sollte das unbedingt mal auschecken, ist da unten verlinkt. Nichtsdestotrotz, am Ende gibt es ja immer ein Bierchen und heute gibt es mal was ganz Besonderes, nämlich aus der Perfect Draft gezapft ein Becks, auch wenn es ein Carlsberg Glas ist, Shitty Goal. Obwohl ich ja aus der Nähe von Bremen komme, habe ich hier auf meinem Kanal noch kein Becks verköstigt, was für eine Schande. Jetzt aus der Perfect Draft natürlich was ganz anderes, also hier das normale Flaschenbecks kann ich schon gar nicht mehr sehen, weil ich damit in meiner Jugendzeit vielleicht zu viel in Verbindung gekommen bin. Aber jetzt aus der Perfect Draft schmeckt das richtig geil, kann ich nur empfehlen. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Perfect Draft habt. Das Ding macht einen ganz charakteristischen Sound, wenn man sich was zapft. Also könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr jetzt zu Hause mal an einer Perfect Draft zieht, wenn ihr eine habt, ne, dann kann das nicht lange dauern, bis ich bei euch klingel. In diesem Sinne trinke ich jetzt ein Becks aus einem Carlsberg-Glas. Reingehauen.